So. Das nicht so. Nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Bei Demorial Trandon hat ihr Mann gute Heilungschancen, Tedova. Schöne gemeinsame Erinnerungen wirken extrem positiv. Weil. Auf Patienten. Wie ich sie umbringe, weiß ich ja jetzt. Abhängigkeit von externen Mnemonik. So. Genau, die kann ich umschalten. Next to Brain Hurdle Lily. Ja, meins auch gerade ein bisschen. Erhöhte Gefahr. Trolli, den bewege ich nicht, also, der hat ja gar nichts gebracht. Maschine anpingen, hat keine Ahnung. Was das gebracht hat. Persönlichkeit. Ja, es ist die Flüssigkeit, die reingeht, rot. Endorphine beschleunigen den Test. Deine Fähigkeit. Genau, das Umdrehen tötet sie. Sie will ich nicht töten. Tachykardie. Das ist sehr unstabil. Er ist ein nervös, das ist kein Grund zur Sorge. Am besten Friedungen konzentrieren. Aha. Ah ja, die kann ich losbinden. Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Kind der Wolken! Warum kriegst du es? Ah, guck mal. Die Fliegen fressen mich. Die Fässer fassen nichts. Gut, losbinden. Jetzt hab ich's, glaube ich. Ratte! Wie ist das möglich? Meine Augen! Oh. Ich habe ihn gekillt. Ich weiß nicht, ob ich so stolz darauf sein soll. Na, guck mal. Rain Dances. So heißen Dinger in Cyberpunk. Entschuldigung. Mir ist es eingefallen. Ich will dich nicht festnehmen. Willst du Memorize immer noch erledigen? Ja. Dann haben wir denselben Feind. Welch eine Wendung. Aber doch eine positive. Für uns alle. Ich weiß, Olga hat ihre Gründe. Eigentlich nur aus diesem Grund. Die große Olga Sedova nimmt Partei für die terroristische Revolution? Wirklich verrückt. Ach ja, stimmt. Das letzte Mal, als ich dich eingebuchtet habe. Sie denken, er wäre tot. Okay, darauf kann ich stolz sein. Sind wir noch keine Kumpels. Ach guck mal, die ist auch Rockerin. Keine Bange. Ich sage das romantische Wochenende zu zweit ab. Aber Nillen hat ein Rendezvous mit der High Society und die Route wird total überwacht. Irgendeine Idee? Oh, ich hab was Besseres als Ideen. Der hat ein Fliegeding. Die hat ein Fliegeding für den Avengers geklaut. So kenne ich dich, Nillen. Eine Zauberin. Keiner ist so spektakulär wie du. Big Bionis. Zuerst schlägst du mich, dann ruinierst du mein Geschäft, wenn du Hassliebe willst. Na gut. Wie auch immer, wir verschwenden Zeit. Vielen Dank, Tommy, wirklich. Du bist ganz die Alte, Schatz. Edge hatte Recht, auf dich zu setzen. Alle zählen auf dich!
Ohr juckt. Ja, schon. Alle zählen auf dich. Du musst dich besiegen. Weil wenn nicht, geht alles unter. Aber no pressure. Letztlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht begonnen, noch er ist er vollkommen unschuldig. Er hat sich fortgeführt. Das sind schöne Zitate. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Hallo, Scully. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es eine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen. Seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Der bloße Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen. Episode 2. Und Scully, mir geht's gut. Ich bin jetzt sehr kaputt. Und ich hoffe, dir geht's gut und dass du nicht kaputt bist. Lukaya, du tippst halt immer so schnell. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. Ja, ihr kriegt heute die ganze Zeit die Onis. Carrie Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. Ist da hinten irgendwas, was ich sammeln kann? Nein. Na gut. Hi. Da kann ich eigentlich nicht durch. Hier gibt's nichts zu sehen. Ach, ja. Ruhig, Millen. Ganz ruhig. Non-stop Service. Wem winkst du da? Cash for Memory. Wow. Du kannst deine Erinnerungen verkaufen, dann kriegst du Geld. Sieh dies Häufchen, Privilegierte. Ihr schnödes Wohlbehagen, während andere wenige Meter vor ihrer Barrikade leiden. Keiner bestimmt, auf welcher Seite der Firewall er aufwächst. Nicht ihre Selbstsucht verurteile ich, Schwester, sondern die Gier, mit der sie alles vergessen, was sie stört. Ich kann sagen, ich würde auch so ein paar Erinnerungen, die ich gerne verkaufen wollen würde, wenn es ginge. Gut, dass ich heute durch diese Kurve steigen kann. Ja, jetzt, bei uns wird es auch gerade wieder richtig schön. Vielleicht setze ich mich nach dem Stream auf die Terrasse und lese. Bisschen Musik. Lausche Decke. Was zum Trinken. Sämtlicher Kulturpanoramablick. Da kann ich ja eh nicht lang, ne? Wir gehen geschlossen. Bei uns stehen auch bis eben Sonne. Mir egal, aber es ist gerade etwas zu unnötig. Bei mir das Gedächtnis der Menschheit ist der Herr. Es enthält das getreue Abbild seiner allerherrlichsten. Das hat ja auch ganz toll funktioniert. Dann gehen wir hier lang. Hüpfi! Zu spät. Aua. Tut mir sehr leid, Madame. Hey! Alles okay? Soll ich den Notfalldienst rufen? Nein! Hey, alles okay. Tut mir leid, okay? Wenn du eine Beschwerde einreichen möchtest,
Dein Sensen-Terminal hat meine Identifikation gespeichert. Guten Tag. Vierte. Ach, endlich! Ich warte schon 20 Minuten! Bald, 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 bald. Ich sehe schon vor mir, wie ich morgen einen Sonnenbrand habe. Ja, wenn du in der prallen Sonne sitzt, du Dödel. Du scheißt mich an. Wer scheißt wen an? Du guckst komisch. Ich stell dir nach und setz dich dann fest. Keiner entkommt. Keiner kann hier. Die Christmas Show live auf Channel 4. Natürlich. Dann mach doch wenigstens Sonnencreme drauf. Ist das Ihre Adresse, Madame? Ja. Ja, ich denke schon. Danke. Zu Diensten. Bei Anfälligkeit für periodischen Memorial-Zugriff bitte vor dem Ausgehen Ihren Aug-Kompass aktivieren. Moment, sieht aus, als sei da noch eine. Hallo, alles okay? Sie scheint verwirrt. Das ist sie, die entflohene Gedächtnisjägerin. Okay, Patrouille 17. Eintrag, flüchtige Verdächtige erkannt. Abholung in Gang. Ist das ein bisschen? Ist nicht schlimm. Ich tue dir nur ein bisschen weh. Wenn das Angriffssymbol über einem nahen Feind auftaucht, drücken Sie einfach A, um über den Gegner zu springen, den Sie angreifen. Sie können die Kombo fortsetzen. Ich hab seinen Kopf gegrillt. Hab ich's jetzt eh mit Pulli dabei? Ja, dann geht's ja. Ich dachte jetzt, du sitzt da. T-Shirt. Finden Sie genug Kraft-Impressions gegen Enforcer aus, um Vernichtungsschläge auszulöschen. Oh ja, das mach ich gerne. Bam, 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 bam. Und Hirnbrutzel. Ja, wir sind hingebrutzelt. Oh, den bin ich auch aus Hirnbrutzeln. Bam. Schön. Naja, Key verfügbar. Sehr schön. Ach, sogar zwei neue. Ach, da. Ja. So, den habe ich jetzt. Warte. Habe ich YXYXY. Ist doch super, oder? Okay, neue Kombo habe ich leider nicht. Sehr schön. Da muss ich hoch. Bin etwas verwundert, aber auch erfreut, dass kein Kinder am Spielplatz spielt. Das stimmt eigentlich, wenn schönes Wetter ist. Mein Instinkt ist wieder da. Wer waren die? Die Uniformierten? Saber-Einheit. Privatpolizei, finanziert von Memorize. Ordnungskräfte mit Gefühl. So viel Gefühl muss jetzt auch nicht sein. Sie ist hier irgendwo. Nee. Alles durchsuchen. Das ist ein Profi. Lüge. Also achten. Ich bin nirgends. Ist das eine Heilstation? Das sieht so aus. Aber anscheinend nicht. Hey, hallo! Ich schicke dich im Krankenhaus. Ja, was ist die Sache mit der Kamera? Ist das Spiel schon? Ja, es macht auf alle Fälle Spaß. Bitte. Huch! Lil erinnert sich an eine neue Spezialimpression. Die Sensei-Reihe ermöglicht es, Lil von Gegner zu Gegner zu gleiten und diesmal härter zuzuschlagen. Das Spiel an sich ist echt cool. Ich mag die Thematik mit den Erinnerungen. Denken halten Sie LT. Links. Links. Ja, sie sind sie Raserei. Während der Raserei setzt sie keine Kombos ein. Drückt sie einfach X oder Y und dann so. X, okay. Hoch. Die Zahl, die über der Raserei-Symbol eingesetzt wird, ist die Aufladezeit. Dies ist die Zeit in Sekunden, die Sie warten müssen, bevor Sie die Raserei erneut einsetzen können. Oh, ich kann ihn wieder grillen. Was war das denn eigentlich? Spiel ich 2.14 oder 2.12? Ich habe keinen Ton mehr.
Warum habe ich keinen Ton mehr? Hä? Neue Impression. Warum habe ich denn jetzt keinen... Hallo? Jetzt habe ich wieder Ton. Okay. Eine neue Impression-Klasse ist verfügbar. Indem Sie Auflade-Impressions ausführen, reduziert Dylan alle momentane Aufladenzeiten Ihrer S-Impressions. Dies ist eine einfache Möglichkeit, Ihre Sensei-Raserei schnell wieder einzusetzen. Ja, da sieht es aber echt mega gut aus. 2013, ja, guck mal, genau dazwischen. Fantasy ist... ja. Da. Bestätigen. Aua! Blöd, Mann. Uah, scheiße. Oh, guck mal, ich kann den brutzeln. Ist die Verpackung da? Ah. Da! Der hat seinen Kumpel geschlagen. Was? Falschen Knopf gedrückt. Was? So. Los geht's. Dann wieder. Haben wir jetzt alle. Yay. Kannst du denn weniger aus wie Watch Dogs? Watch Dogs habe ich nie gespielt. Warum ist es denn jetzt so laut? Es war doch vorher nicht so laut. Ist es zu laut? Ach so. Das ist doch jetzt lauter geworden, oder? Mach das mal. Verdammt! Man sollte wohl weg hier! Okay. Ich muss da ein bisschen schneller sein. So. Es sind schon coole Sachen dabei. Sie werden schon. Wie cool sieht dieser gemacht. Bad Request-Typ aus? Jung, nervös, dämlicher Haarschnitt. Ein möchtegern Gedächtnisjäger treu seiner Sache. Oh, und dein größter Fan. Ach ja, guck mal. Da sind lauter Roboter. Der ganze Bezirk ist abgelandet. Wir sind in Sicherheit. Bitte zurücktreten. Klar. Weiter nach oben. Vieh. Alter. Das ist irgendwie eine Mischung aus Watch Dogs, Cyberpunk, Assassin's Creed. Da hast du recht. Und Avengers. Entschuldigung, die Flugzeuge erinnern mich immer so hart an Avengers. Okay, die schauen da drin gerade Fernsehen. Und Sims! Und Detroit Become Humans aufgrund der Androiden. Nur, dass das Spiel vor allen anderen da ist. Da war. Dazu muss man sagen, dass das Spiel vor Life is Strange war. Ja, das war ja das erste von Don't Nod, richtig? Ja, na guck mal. Dontan hat schon immer fantastische. Und Tetris hat schon immer fantastische Geschichten geschrieben. Okay. Wir haben alle Frauen das vergessen, so bekämpfen wir Werten, die den Freien zu den Sekunden erinnern und den auf Paris. Aha. Okay, ist falsch oder richtig oder hä? Anscheinend bin ich hier falsch. Hallo? Ach so, hier hätte ich wahrscheinlich runter müssen, ne? Du bist
ist fast an der Rotunde und die Saber-Einheit hat eine Spur verloren. Sehr gut. Hervorragend. Geschlossen, geschlossen. Guten Tag, guten Tag. Sieht schon schön aus. Es sieht schon echt cool aus, das Spiel. Charles Cartier Wells. Big Charlie und seine hochfliegenden Pläne. Strebt nach Utopia, schafft aber die Hölle auf Erden. Dieses blöde Sensor-Netzwerk war sein erster Versuch. Und sowas passiert dann. Er ist der Chef von Memorize. Nein, er ist das große Genie. Das launische Talent im Elfenbeinturm. Die Direktorin von Memorize ist seine Frau, Cilla Cartier Wells. Ein Name, zwei Köpfe, 1000 Gründe, die Wände hochzugehen. Ey, da haben wir's ja. Hatte leider ein paar Bugs und Probleme mit der Grafik am Anfang. Na gut, die haben sie ja mit Sicherheit bestimmt mittlerweile rausgepitcht. Und für 13 ist es echt unfassbar schön. Das Spiel ist 10 Jahre alt. Ah, da war es schon inaktiv. Ah, das ist ja super. Ach, guck mal. Noch ein hochmodernes Hub, ja, aber ehrlich. Nillen die Jägerin. Ich bin dein größter Fan. Danke. Ich habe schon eine Route erkundet. Ich kaufe nicht zum ersten Mal im Land der Reichen ein. Ich suche das Architekturbüro. Hier ist alles drin. Vor einer Stunde habe ich mir den idealen Weg gemerkt, um den Drohnen zu entgehen. Folge ihm einfach. Es ist eine Riesenehre, von den Besten geöffnet zu werden. Wie Autogramme geben. Ja, ich mach dich mal auf. Erinnerungen rauben. Geiler Scheiß. Fertig? Alles bekommen? Ja. Folge meiner Vergangenheit. Eine Reminiszenspur, durch die du an den Drohnen vorbei, durch die Komfortburg bis hin zu Kaori Sheridan kommst. Ich habe Memo-Bojen an der Route gelegt, sehr gut verankert. Sie sagen dir, wann du meine Reminiszenen aktivieren sollst. Besten Dank, dass du meinen Kopf nicht entleert hast. Ein Moment lang dachte ich, du wolltest unsere Begegnung löschen. Auf nie vergessen. Oh, auf nie vergessen ist ja eine schöne Verabschiedung. Thea ist mein größter Fan. Eine Reminiszenz ist eine virtuelle Projektion einer digitalisierten Erinnerung, die in Echtzeit durch erweiterte Realität dargestellt wird. Drücken Sie B, um sie zu aktivieren. Hallo Nillen. Wenn alles nach Plan lief, hast du gerade mit mir gesprochen und nun Zugang zu dieser Reminiszene. Oh, auch mach nie genau, vergessen. Was ich tue. Dann kannst du dir einen Weg zu deinem Ziel bahnen. Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los. Sie können anhalten und eine Reminiszenz reinitialisieren, indem Sie B in der Nähe des Aktivierungspunktes drücken. Dein Sensing überlagert deine Umgebung mit meinen Erinnerungen von diesem Ort. Mit deinem Handschuh synchronisierst du dich mit ihnen und kannst versteckte Informationen finden. Also gut, ich lass dich synchronisieren. Wir treffen uns drüben. Haben Sie LB gedrückt? Öffnen. Guten Tag! Okay, wo muss ich denn hin? Da nicht. Alles klar. Oh, hi. Dürfte ich da. Ach so, ich muss jetzt kämpfen. Ach so. Warte mal. Aua. Du anzeigst ihre Fokusanzeige. Sie gewinnen jedes Mal Fokus hinzu, wenn sie einen Gegner treffen oder von einem Gegner getroffen werden. Wenn sie Gegner überlasten, erhalten sie einen Fokusbonus. Die Verwendung einer S-Impression verbraucht einen Fokusbalken. Aua!
Warte mal. So, 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 so. Ja, guck mal, ich hab den. Aua. Ich hab das Kampfsystem langsam raus. Ich bin einfach zu schnell. Ich bin einfach immer zu schnell gewesen. Bisschen langsamer kämpfen das nächste Mal. Da hoch muss ich. Okay. Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? Als Deutsche sollte man nie Folge den Führer spielen, möchte ich mal kurz anmerken. Achso, der hat die blöde Leiter angeschmissen. Verdammt! Diese Leiter war total verrostet. Ich habe wohl zu viele Fuddels gefuttert. Du musst einen anderen Weg hier rauffinden. Schon irgendwie. Etwas kritisch mit deutschen Sigrun? Schwierig! Als Österreicher aber auch. Auch schwierig. Das ist ein anderer Weg. Ach so, da. Das Putzding. Habe ich gerade nicht gesehen. Hi. Ich bin noch oben. Alter. Oh. Hä? Ich musste da ja nichts machen. Ich kann auch hier da. B. Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? Nein, immer noch nicht. Ich glaube, ich war dafür zu langsam. Ah, ich war dafür zu langsam. Okay. Verdammt. Diese Leiter war total verrostet. Ich habe wohl zu viele Fuddels gefuttert. Was sind Fuddels? Du musst einen anderen Weg hier rauf finden. Ja, mache ich ja gerade. Tada! Jetzt ist die scheiß Tür wieder zu. Dann sind... Ach so, ich bin ein Idiot. Hoppala. Kann ja mal passieren. So, jetzt gehen wir da hoch. Aller guten Dinge sind drei. Kennen wir ja schon. Tap, 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 tap. Ah, guck mal. Ein Bild. Wir haben da einen gelben Aufzug. Da hinten. Okay, wir sehen den gelben Aufzug. Da geht's auch nicht. Der hat mich gerade nass gemacht, der Arsch. Warum ist er denn so nervös? Toll. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, die killen mich wahrscheinlich. Bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Ja, ich muss darüber. Nur ein kurzer Sprung bis zum Ziel. Nein. Verdammt! Stopp, so bitte. Natürlich nicht.